Liebe Freunde, wie ergeht es euch heute an diesem wunderbaren Tag? Ich bin natürlich, bin ich's wirklich? Allerdings, ich bin euer I only love all Asian ladies love giant, yeah! Und bevor wir zum heutigen Video, zum heutigen Let's Showtime kommen, mal kurz eine kleine Randnotiz quasi. Ihr habt es vielleicht mittlerweile schon mitbekommen jetzt hier. Ich habe mich mal für euch oben rum freigemacht, weil, ihr wisst ja, alles für die Views natürlich. Und, ich habe mir... Ja gut, neuen Haarschnitt kann man es nicht nennen, aber zumindest habe ich mir heute die Haare färben lassen, wie ihr hier sehen könnt. Hat übrigens 2,5 Stunden gedauert, also dass ich mal 2,5 Stunden beim Friseur sitze, hätte ich nie für möglich gehalten, aber war eine ganz knorke Erfahrung, muss ich sagen. Normalerweise übrigens sollten die ja komplett schneeweiß werden, vielleicht seht ihr jetzt ein bisschen gelb oder so, das liegt daran, dass ich irgendwie zu viele Rotpigmente tatsächlich habe und deswegen konnte man die eben nicht komplett schneeweiß färben. Hier an den Seiten übrigens, vielleicht sieht man es ja, ist es schon eher weiß, hier oben ist es eher gelb, aber ich muss sagen, ich bin zu 100% zufrieden, ich finde, es sieht mega geil aus, hat wie gesagt 2,5 Stunden gedauert und auf jeden Fall extrem geile Sache, wie ich finde, aber wir wollen das ja jetzt hier nicht so unglaublich sexuell machen, deswegen werden wir mal ein bisschen seriösen Content rüberbringen. Moment, muss mal kurz gucken, weil ich habe ja mittlerweile ein anderes Aufnahmeprogramm, weil das andere sich irgendwie bitchig verhält in letzter Zeit, was ein bisschen blöd ist, aber wir kommen natürlich darüber hinweg. Heute Let's Showtime! Dead Pixels, wie ihr bestimmt mittlerweile schon gesehen habt. Ein Game, was ich mir vor kurzem geholt habe, weil es auf Steam im Sale war. Ich glaube, gerade mal ein paar Cent hat es gekostet, vielleicht 50 Cent oder so, wenn es hochkommt. Und das Game sah eben relativ interessant aus. Und da habe ich mir gedacht, ja, schlägst du doch mal zu natürlich, cheap wie der Giant ist. Und übrigens könnte daran liegen, dass das Game so reduziert wurde und mittlerweile auch extrem wenig kostet. Momentan könnt ihr es auf Steam erwerben für 3 Euronen gerade mal. Und wie gesagt, wenn es im Sale ist, ist es meistens runtergesetzt auf ein paar Cent, also... sollte kein Problem sein, sich das Game zuzulegen. Es könnte daran liegen, dass es so reduziert ist, weil wenn ihr Dead Pixels im Steam Store eingibt, dann werdet ihr sehen, dass dass Dead Pixels 2 mittlerweile auch schon nicht available ist, aber auf jeden Fall kommen wird. Das heißt, es gibt auf jeden Fall einen Nachfolger zu diesem Game, der eventuell dann eben auch nicht mehr lange auf sich warten lässt. Worum geht es bei Dead Pixels? Ich habe das Game noch nicht einmal angerührt. Ich habe nur ein YouTube-Video kurz reingeschaut, um zu sehen, ob es die paar Cent wert ist und ich habe auf jeden Fall argumentiert mit ja. Deswegen schauen wir mal kurz rein. Am besten kann man sich über ein Game erkundigen auf der Steam Store Page. Das Game hat, also in letzter Zeit, ja, hat overall 1758 Ratings. Overall. Und wird als very positive eingestellt. Oder die meisten haben auf jeden Fall den Daumen nach oben walten lassen. Release Date war am 7. Dezember 2012. Also schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Genau, ja, musste gerade Mathe kurz im Kopf machen, das sind definitiv 5 Jahre, dafür reicht es auf jeden Fall noch, meine Mathekenntnisse. Und about this game, a toxic waste spill finds its way into the water supply, causing the recently diseased to rise from their graves. A toxic waste spill finds its way into the water supply. Soll ich mir das dann so vorstellen, dass irgendwie, keine Ahnung, die Leute nicht in Särgen irgendwie untergebracht wurden, sondern einfach verscharrt wurden im Boden und die so wie Bäume irgendwie bewässert wurden dann? Das ist ein bisschen merkwürdig, aber okay. Es geht, glaube ich, hier nicht um die Story, sondern ums Gameplay letzten Endes bei so einem Game. Now it's up to you to blast your way through the hordes of undead if you're going to escape the city. On the way to your rescue, you'll search stores and houses for supplies and trade with other survivors. Ungefähr so wie Oregon Trail natürlich. Also, ne, wenn man sich das gerade mal so anhört. Vor allem auch natürlich mit Pixel-Grafik, wie ihr schon gesehen habt. Also sehr Oregon Trail-esque. With 3 game modes, hundreds of items, sehr cool, weapons and grenades, and a city that is never the same twice, there is always something new hiding around the corner in Dead Pixels. When the dead start walking, it's time to run. Tengu walking. He features over 100 weapons, grenades and items. Also ich denke mal nicht, dass es 100 verschiedene Waffen, 100 verschiedene Granaten, 100 verschiedene Items gibt, sondern das alles kombiniert, 100 verschiedene. A procedurally generated city that's different every time you play, bisschen Binding of Isaac mäßig, also roguelike. 3 different modes of play, 4 different difficulty modes, single player and 2 player local co-op, was ein bisschen schade ist, dass es kein Internet co-op quasi gibt. Online leaderboards, boards und 30 achievements. Als Genre natürlich hier Action Indie RPG, wurde developed und gepublished von CSR Studios, also natürlich, wie es schon eben im Genre steht, ein Indie Game und hat 2 Awards bekommen, Dream, Build und Play. Was auch immer das ist. Und GamePro Editor's Choice.
Also ein paar, ist ein nicht wirklich bekanntes Game. Dadurch, dass es eben auch natürlich ein Indie-Game ist, ist es aber auch zu erwarten. Und dann schauen wir mal rein hier in Dead Pixels. So, wir haben übrigens hier schon mal sehr, sehr schöne verschiedene Layer, sag ich mal. War das gerade übrigens... Oder ändern sie sich jedes Mal? Ich meine nämlich, ich habe gerade hier jemanden gesehen, der mir sehr bekannt vorkommt, aber... anscheinend doch... da war er gerade. Das sah ein bisschen aus wie Bane aus Batman. Da war er schon wieder. Verdammt! Und das hat ein bisschen was von Cinder aus Dings gehabt, Killer Instinct. Aber gut, ändern sich auch jedes Mal. Das könnte eventuell ein bisschen... Er ist eine Mischung aus Nemesis vom Gesicht her und eventuell Wolverine. Was ist denn jetzt hier Bane? Nevermind, ich bin zu schnell, meine Finger sind zu schnell für mein Hirn, aber das ist normal. Das Game übrigens hat einen Launcher vorher, bei dem man alles einstellen kann, deswegen schaue ich mal, was beim Options ist. Film Grain. Oh, natürlich on, ein bisschen Typing of the Dead Atmosphäre. Intermission können wir drin lassen, HUD Placement, das ist, glaube ich, eventuell ein Konsolentitel vorher gewesen, weil normalerweise gibt es da nur sowas. Weil ich kann, nevermind, okay. Ja gut, das, ja, passt. Gut, dann machen wir mal New Game. Wir haben einmal Dead Pixels, The Solution, Last Stand. Das ist wahrscheinlich Survival, denke ich mal. Not all heroes survive. Ein bisschen aufgebaut wie Dings, ne? Wie, Left 4 Dead. Und hier unten, das könnte eventuell... Nein, das ist, glaube ich, ein Goatee hier unten. Wollte gerade sagen, das könnte Zoe eventuell sein. The Solution. Ja, okay, das ist auf jeden Fall Singleplayer, das ist klar. Das ist, glaube ich, Local Co-op und The Solution. Every problem has a solution. Keine Ahnung, aber okay. Schauen wir mal in Dead Pixels rein. Ach so. Okay, Moment. Können wir hier noch was auswählen? Ja. Okay, also es sind doch drei verschiedene Game-Modes anscheinend, die man entweder alleine oder per Koop spielen kann. Alles klar. Okay. Dann fangen wir an mit Dead Pixels, würde ich sagen. Und das Ganze. 10 Streets to Salvation, 20 Streets, 30 Streets, 30 Streets to Salvation. No Autosaves and the AI Director hates you. Ja, das kenne ich irgendwo. Ja, machen wir mal normal, 20 Streets. July 15th, 1883, New Hexington, New York. A toxic waste spill in a chemical plant finds its way into the water supply. Resident Evil 2, anyone? 3 days later, the recently deceased rise from their graves. Aber nur die vor kurzem. Those they kill also return from the dead. Standard. Within the week, only 5% of the people can be considered alive. The army was sent in to clean up the city, but were forced to fall back. The city was put under quarantine until a solution could be found. A group of survivors on the other side of the city have a way out. Yeah, ein Helikopter. It's time to leave the city. Using a map, you have found the quickest way to the survivors. Okay. But first you will have to fight your way through the hole. Ich dachte, wir wären die Person, weil dann würde ich einfach einen Helikopter nehmen, aber dann wäre das Game wahrscheinlich nicht so spannend. Aber ja, okay, ich glaube, das sind dann die Survivors letzten Endes. Gut. Gut, gut, gut. Schauen wir mal rein. 20 Streets away from Salvation, Delamore Street, 1546, Zombies killed, 0. Los Gates. Okay, WASD, left and right. Ah, okay. Das ist die Granate. Rechtsklick und Linksklick ist Schuss. Alles klar. Ich glaube, das habe ich schon gemerkt übrigens, man muss auf derselben Höhe wie der Zombie sein. Also ein bisschen sogar Sidescrolling Beat'em-up-mäßig, ne? Naja, Rechtsklick für die Granate, das haben wir ja rausgefunden. To melee, was? Equipped item, Mittelmaus or F. To sacrifice, oh, scroll up. Okay, dann haben wir nur die Shotgun. Was war eh? Also, Handgrenade haben wir nur. Use base next to a clear door. Machen wir gleich mal. Wow, okay. Aha, Trader. Alles klar, schauen wir mal. Wanted. Welcome, Stranger. I'm looking for a Valentine Carbine. I will be willing to pay... Haben wir, glaube ich, nicht. Wir haben 66 Öcken haben wir momentan. Was hast du denn hier? Items. Schauen wir mal. Small Medkit. Also 12 hat er, okay. Weapons. Redfield Sword Off und Chambers Handgun. Redfield Sword Off? Chris Redfield vielleicht? Kostet aber auch einiges wieder hier. Throwable, eine Flare. Ah. Small Medkit können wir uns mal gönnen. Heals 50 Life Points. Ja, okay. You drive a hard bargain. Oh, Moment. Ammo.
Shells 7.8555 Shells, okay. Valuables. Can of Mystery Meat oder Cuddly Toy. You know, for the kid. Nee. Yeah, okay. A can possibly containing cat food. Mystery Meat, huh? Okay. Können wir irgendwas da kaufen? Achso, okay, wir können. Ja gut, wir haben zwei. Die bringen einiges ein, aber ich behalte die lieber mal. Man weiß ja nie. Habe ich Valuables? Nope. Oko. Upgrades. Aha. Bargaining Skill, Luck, Strength, Midi Skill. Also auch ein bisschen RPG-Elemente hier mit reingebracht. Sehr cool. Aber momentan brauchen wir da, glaube ich, erstmal nichts, wie der Franzose sagt. Wir holen uns nochmal hier ein paar Somsoms ab. Und Kill-Kombos geben vielleicht noch ein bisschen mehr Kohle. Ah. We are all dead. Das ist nicht ganz richtig. Wenn du noch schreiben kannst, frag ich da mal nach. So. Take. Okay, ich weiß nicht, ob das nach Zeit geht, ob da irgendwas passieren kann, wenn man zu lange irgendwie in einem Haus ist. Ich hoffe mal nicht. Aber würde Sinn machen. Hier kann man nicht rein. Das wurde schon gelootet, so wie es aussieht. Search Garage, natürlich. Take all. Easy. Holen wir uns die Kollegen hier mal. Die geben ja auch Kohle, wie wir wissen. Yeah. Oh, shit. Good. Aber wie wir ja im Titlescreen auch gesehen haben, gibt es anscheinend auch verschiedene Arten von Zombies. Bin mal gespannt, was es da noch alles gibt. Momentan haben wir ja wirklich nur die Standard-Zombies. Okay, Butcher's Shop klingt gut. Da will ich rein. Okay, schauen wir mal rein. Take all. Irgendeine Waffe auf jeden Fall. Bolt Action Rifle. Schauen wir mal. Okay, keine Ammo. Ein bisschen von Nachteil. Achso, sehen wir auch links oben. Okay. Was haben wir hier? Ah, ja. So. Chambers Bolt Action. Damage 35. Schauen wir mal. 25. Range von 660. Das ebenfalls. Oder ist es RNG? Random Generated irgendwas. Fire Rate 1.1. Penetration 32. Da ist sogar die fast besser, ne? Die bringt auch weniger Kohle ein, deswegen Sell. Moment, bei Valuables müsste dann genau. Bottle of Water. Sell all. Cuddly Toy. Sell all. Okay, das war anscheinend alles. Die Frage ist, ob wir auch ein Limit haben. What you selling? Also ja. Bye. Schauen wir mal, was da ist. Das, was ich dir gerade verkauft habe, quasi. Okay. Ist nicht wirklich gut, aber ich glaube, wir brauchen die, weil wir haben nicht mehr wirklich viel Ammo für unsere Shotgun. Aber da können wir ja auch gegenhalten, im Normalfall. Wir haben 465 Kohle, deswegen nehme ich mal ein paar Shells mit. Und, ich weiß nicht, was die bringen letzten Endes hier, aber okay. Valentine Bolt Action. Genau derselbe wieder. Lass mal kurz sehen, was die Waffe hier braucht. Kann man das irgendwo sehen, was die für Ammo braucht? Ah. Ich gehe mal davon aus, dass eine Handgun ist, dass es eine 9mm wahrscheinlich ist, ne? Nicht sehr Quatsch. Bei Weapons. Falsch. Items. Falsch. Ammo. Kann man das nachschauen vorher? Nicht wirklich, ne? Ja, belassen wir das erstmal dabei. Aber wir können safen bei denen, habe ich gerade gesehen. Ups. Würde Sinn machen, wenn man hier safen könnte, eigentlich. Das wird ein Loot hier. Egal. Chambers Bold Action schon wieder. Okay. Kann man da auch rein? Nee. Nehmen wir uns den Kollegen hier mal noch mit. Ja, leider keine Ammo. Nur für die Shotgun. Ah! Kann man da rein? Nee. Okay, das war der erste Block anscheinend. 19 Streets Away from Salvation. 18.10 Uhr, 17 Zombies haben wir auf dem Gewissen momentan. Und jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen schwerer, was die Zombies angeht, oder? Nice, Shells. Sehr gut. 39 haben wir damit. Take all. Was haben wir denn hier? Okay, nichts Interessantes für uns anscheinend. Egal. Noch eine Shotgun, nice. Frage ist, ob die brechen können oder nicht.
Dass sie keinen Verdauungstrakt haben, gehe ich mal davon aus, dass dem nicht so ist. Ulala. Lass mal ein paar mit hier. So. Okay, links unten sehen wir übrigens auch, wie viele Granaten wir haben, genau. Und dann wie viel Health Kits. Oh, kann das sein, dass je länger wir brauchen, desto mehr von den Dingern sind geradet? Das kann gut sein, natürlich. So, ich verkaufe mal hier alles. Jawoll. Money, money, money. Money. Okay. Was hast du denn, mein Freund? Ammo. Ja, wie gesagt, das wäre cool, wenn man irgendwo nachgucken. Das kann man bestimmt irgendwo nachgucken, was die für Dings brauchen. Da sollte ich vielleicht mal nachschauen, übrigens. Running Speed? Ja. Das kostet aber einiges. Holy shit, son. Gönnen wir uns. Ah, Valentine Dingsbums Carabine. Da wäre es gewesen. Holy shit, 2000. Die muss aber ordentlich rein. Ja, ja, doch. Doch, genau, glaube ich, schon ordentlich gut rein. Sheet. Okay, hier sehen wir zumindest die Ammo, aber es wird nicht wirklich angezeigt, was das letzten Endes ist, was ein bisschen blöd ist. Desert Eagle? Redfield Eagle von mir aus. Ja, doch. Könnte ich ein Fan von werden. Grenades. Ich glaube, Grenades kann man nicht verkaufen, die benutze ich sowieso nicht. So wie ich mich kenne. Ich hab Achso, ja doch, ja klar. Ja, okay. Sell all und sell. Gut, gut, gut. Moment. Machen wir mal hier ein bisschen clever und safen mal. Jo, passt. Okay. Bobs. Wäre mal interessant gewesen, was man da findet. Okay, danke schön dafür, meine Freunde. Genau, zwei Waffen plus die Shotgun haben wir jetzt. Einfach alles looten. Alles. Oh ja, das ist... ein kleines Problem. Okay, da haben wir einen Spitter. Interessant durchaus. Ah, und die reagieren auch, wie ich übrigens mittlerweile hier gesehen habe, die reagieren auch auf Sound. Okay. Die Kohle lassen wir erstmal liegen. Oh Gott. You are not alone. Ja, definitiv nicht. Sheets an. Okay, das war nochmal eng. Yo, Cell. Was hast du denn? Hier. Sword of Double Barrel. Ah, okay, ich glaube, das, genau, die nehmen verschiedene Waffenslots ein, deswegen sind hier Shotguns rot und die Dinger hier blau. Das heißt, das würde unsere Handgun dann ersetzen. Natürlich. Und ich glaube, das, was grün ist, ist dann eben, was in dem Fall besser ist als die Waffe, die wir momentan haben. Denke ich mal. Deswegen nehme ich die beiden mit und verkaufe dann die beiden, die wir nicht mehr brauchen. Das wäre einmal die Handgun und die Chamber. Vier Stück habe ich davon. Hallo? Weg damit. Ja, equipped. Okay. Müssen wir dann noch auswechseln, denke ich mal. Ammo. Die werden noch nicht mal hier angezeigt. Das ist ein blödes System irgendwie, aber nehmen wir mal das mit. 10,55 Ammo. War das die richtige? Nee. Okay, also brauchen wir die andere. 18 Streets away from Salvation. Let's do it. Alive. Aha. So, Moment. Der Kollege hat mich auf jeden Fall verarscht. Sind nämlich mal 10,785. Gucken wir mal. Das ist auch die falsche. Aber nein, das ist blau. Also müsste es eigentlich 10,55 sein, ne? Ja, ist es auch. So kann man es auch rausfinden. Okay, 10,55 Ammo brauchen wir und Shells. Valuables können alle weg wieder. Das klang, glaube ich, gut. Hoffe ich zumindest mal stark. Okay, die haben wir ja. Hier brauchen wir also nix. Ja, jetzt Throwable. Ne. Small Medkit gönnen wir uns mal zwei, würde ich sagen. Weil das können wir definitiv noch gebrauchen.
Und wir können ja eigentlich direkt mal hier Buy and Use machen, weil... Ja genau, jetzt sind wir wieder up to 100 Hitpoints hier. Genau, Upgrades kosten ja ein bisschen viel, aber ich glaube, als nächstes kommt Max Health.